Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Woche heißt auch ein neuer Wolleblock. Ich bin Janni und ich habe ein neues Feature für euch dabei. Mein bester Freund Franz Josef hat eine Stimme bekommen. Sag doch mal hallo. Hallöchen. Mal gucken, ob wir die Tage noch ein bisschen mehr aus ihm rausbekommen. Wir haben viel zu besprechen. Es war nämlich englische Woche, das heißt, es waren zwei Spieltage, auf die wir jetzt zurückblicken. Und es war wirklich alles dabei. Es waren klare Siege, es waren hart umkämpfte Siege und es gab die erste Punkteteilung. Erfurt verliert zu Hause 0:3 gegen Dresden. Münster muss sich ebenfalls mit einem 0:3 in Stuttgart geschlagen geben. Und Wiesbaden setzt sich mit 3:1 gegen Suhl durch. Und dann gab es da noch ein Spiel, nämlich Aachen gegen Potsdam. Und das hat es ganz schön in sich, das Spiel. Für Potsdam war es ja das erste Spiel in der Saison, weil die den ersten Spieltag pausieren durften. Und wir hatten ja letzte Woche eine unfassbar professionelle Schweizer Einschätzung, was da für Potsdam drin ist und was nicht. Das heißt, du würdest sagen, Potsdam sollte gegen Aachen schon 3 Punkte sicher haben. Ich kenne jetzt die Kräfteverhältnisse noch nicht in der Saison, aber die werden schon Punkte holen. Okay, Potsdam sollte auf jeden Fall also einen Punkt holen. Ja, Aachen und Potsdam haben ganz schön Ping-Pong gespielt in den Sätzen. Mal gewinnt der, mal gewinnt der. Ich hab's mal für euch dabei. Der erste Satz ging zwar im Endeffekt klar an Aachen, aber sie haben 4 Satzbälle gebraucht, um überhaupt den Deckel drauf zu machen. Im zweiten Satz sah es super klar aus. Potsdam führt mit 7 Punkten und hat es da tatsächlich fast noch hergegeben. Und auch im dritten Satz haben sie es gerade so übers Ziel geschafft mit 25:22. Im Endeffekt ist es in den 5. Satz gegangen. Den konnte Potsdam dann mit 15:12 für sich entscheiden. Also konnten sie 2 Punkte mitnehmen und Per hatte doch recht. Sie haben auf jeden Fall gepunktet. Die Trainerin von Aachen, Mareike Hinrichsen, hat das auch mal ein bisschen eingeschätzt, die Situation. Ich hätte schon gerne den Tiebreak jetzt am Ende mitgenommen, weil wir über 5 Sätze jetzt so gekämpft haben. Ich glaube, es war insgesamt was echt Werbung für den Volleyball. Halle voll, 2 Mannschaften, die irgendwie sich hier gar nichts geschenkt haben und in den Sätzen jeweils immer Führungen abgegeben, aufgeholt haben. Und ja, direkt nach dem Spiel, wo jetzt letzte am Samstag hatte ich einen Punkt genommen. Jetzt heute finde ich es natürlich schade, dass wir es nicht geschafft haben, noch diesen einen Punkt auch noch zu holen. Also für Aachen wäre anscheinend doch ein bisschen mehr drin gewesen, aber es ging ja am Samstag noch gegen Erfurt. Darauf kommen wir gleich zurück. Vorher noch einmal kurz auf Potsdam. Es war der erste Spieltag für Potsdam allgemein und die haben kurz vorher nochmal ihren Kader aufpoliert. Es gab nämlich einen Neuzugang. Chechele war noch die kurzfristige Neuverpflichtung aus Frankreich und sie hat es auch direkt in die Starting Six geschafft. Ihre Werte waren noch nicht komplett überzeugend, also sie hat eine Angriffsquote von 32%. Das kann noch ein bisschen besser werden, aber ich bin mir sicher, so kurz nach der Verpflichtung direkt das erste Spiel ist auch ein bisschen aufregend. Wir sind sehr gespannt, was da noch passiert. Sie ist 24 Jahre alt und jetzt Außenangreiferin bei Potsdam. Bis auf die Punkteteilung in Aachen war der Spieltag, wie gesagt, relativ unspektakulär. Ich habe euch die Ergebnisse aber noch einmal zur Übersicht mitgebracht. Erfurt verliert gegen Dresden 0:3, Aachen klaut Potsdam einen Punkt 2:3, Münster gegen Stuttgart ebenfalls 0:3 und Wiesbaden 3:1 gegen Suhl. Aber ist ja gar nicht schlimm, wir haben ja noch einen Spieltag, der war und auf den gucken wir jetzt. Der zweite Spieltag war am Samstag. 3 Spiele standen an. Das erste war wieder ein ziemlich klares 3:0 Stuttgart gegen Wiesbaden. Und dann gab es natürlich das Game of the Week. Das war Dresden gegen Münster. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, weil da steckt ganz schön viel hinter. Auf dem Papier steht ein ganz klares 3:0 für Dresden. Aber dahinter steckt ein richtiger Krimi. Münster ist mit sehr viel Selbstvertrauen in die Partie gegangen, denn sie haben gegen Stuttgart 2 sehr starke Sätze gespielt und wollten sich dafür endlich belohnen. Und dass die Münsteraner gerade gut drauf sind, das wusste auch der Trainer Alexander Weibel. Ich finde Münster eine sehr kompakte Mannschaft. Sie haben eine sehr ausführliche, gute, lange Vorbereitung hinter sich. Es sind bestimmt 5, 6 Wochen vor uns in ihrem Plan. Und da müssen wir schauen, wie sich das heute auswirkt. Ich glaube, dass es wichtig sein wird, eben ihre Außen und ihre Diagonale halbwegs im Griff zu behalten, weil die alle wirklich sehr aggressiv und mit sehr schnellem Arm eben spielen. Und Pierre Ferner macht das auch sehr gut im Zuspiel. Also ich finde, Münster ist eine tolle Mannschaft, gut zusammengestellt, aber ich glaube auch, dass wir in der Lage sein sollten, sie heute zu schlagen. Ja, und dann ging's los. Münster startet unfassbar stark rein, führt im ersten Satz mit 5 Punkten und gibt ihnen dann noch her. Und im zweiten Satz dachten sie, spielt denselben Satz nochmal. Auch da wieder mit 5 Punkten geführt und dann den Satz doch an Dresden abgegeben. Schauen wir mal, was. Ein schöner Schlag. Münster hat ihn aber. Und da ist der zweite Satz
für Dresden. 25-22, auch das wieder ein spannender Satz. Münster hat mit 5 Punkten geführt vor ein paar Minuten noch. Also Wahnsinn. Die Dresdnerinnen sind auf jeden Fall sehr, sehr stark unterwegs. Es ging also wie auch in Stuttgart in den dritten Satz nach 2 wirklich starken Sätzen, die sie aber beide abgegeben haben. Und dann dachten sie, spiel dasselbe Spiel nochmal. Und haben einfach im dritten Satz sich komplett zerlegen lassen von Dresden. Und im Endeffekt steht einfach ein 3-0 auf Dresdner Seite. Also 3 Punkte blieben in Dresden. Münster konnte keinen Punkt mitnehmen. Aber jeder, der das Spiel geguckt hat, hat sich bestimmt eine Frage gestellt. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt jetzt mal genau hin. Fällt euch irgendwas auf? Einmal gucken. Falls nicht, wir gucken den Clip nochmal an. Achtet mal auf die Spielerin mit der Nummer 6. Achtung, wurde nochmal rangezoomt. Ist euch was aufgefallen? Vielleicht ist euch aufgefallen, die Nummer 6 auf dem Trikot war ein bisschen asymmetrisch. War nicht die einzige Zahl, die irgendwie ein bisschen unprofessionell aussah, weil die Trikots waren getaped. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum haben die getapte Trikots? Und ich habe das auch laut ausgesprochen und hat Yannick mir direkt bei Insta geschrieben und es einmal erklärt. Ich habe euch die Nachricht mitgebracht. Er schreibt, Münster hatte so viele getapte Trikots, weil die Spielerinnen ihre Ausweichtrikots vergessen haben. Und jetzt frage ich mich, es ist die erste Bundesliga, wie kann es denn passieren, dass so viele Spielerinnen die Trikots vergessen? Und euch stelle ich die Frage, was wäre denn bei euch die Strafe? Also ich glaube, bei mir in der Mannschaft gäbe es mindestens einen Kasten Bier für alle, wenn man sein Trikot vergisst. Was wäre es denn bei euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt schauen wir nochmal aufs letzte Match, Aachen gegen Erfurt. Für alle, die noch nicht wissen, wie es ausging, bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr denkt, weil die Trainerin Mareike Hindriksen hat über ihre Mädels in Aachen ganz schön klare Worte gefunden. Ja, Sand, ich würde eher sagen, Kies war heute im Getriebe. Also das Positive, was ich jetzt heute mitnehme, ist, dass es ein Heimsieg ist und dass wir 3 Punkte haben, aber ja, spielerisch war das nicht gut, das muss ich wirklich sagen. Also das kann ich da in einigen Punkten auch nicht schönreden und möchte ich auch gar nicht. Wir haben uns sehr schnell verunsichern lassen und weil Gegenwehr von der anderen Seite kam, aber das war klar. Also Erfurt kann schon auch spielen und da müssen wir stabiler uns auf unsere eigenen Stärken verlassen. Ja, ganz so schlimm war es nicht, wie es jetzt vielleicht wirkt. Immerhin bleiben 3 Punkte in Aachen, aber Aufsteiger Erfurt ist nicht zu unterschätzen. Sie haben es nämlich Aachen ganz schön schwer gemacht. Also jetzt noch einmal schnell für euch kompakt zusammengefasst. Die Ergebnisse vom dritten Spieltag. Stuttgart 3-0 gegen Wiesbaden. Dann hatten wir Dresden mit einem klaren 3-0 gegen Münster, was aber umkämpft war, wie gesagt. Und die Ladies in Black aus Aachen mit einem 3-1 gegen Erfurt. Ich weiß, wir sind von letzter Woche alle ein bisschen verwöhnt, weil es war englische Woche und wir hatten am Mittwochabend auch einen Spieltag, was natürlich Luxus pur ist. Jetzt müssen wir uns ein bisschen gedulden, aber ihr könnt auch einfach die alten Spiele nochmal nachgucken. Und am Samstag gibt es dann neue und die habe ich auch einmal für euch dabei. Münster muss zu Hause gegen die Ladies in Black Aachen ran. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich bin super gespannt. Schwerin spielt zu Hause gegen Suhl. Erfurt hat ein Heimspiel und zwar gegen Potsdam. Und Wiesbaden bekommt Dresden zu Gast. Also 3 Spieltage sind gemacht und ich finde, nach 3 Spieltagen kann man schon auch mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Und ich habe einen Zaubereffekt für euch eingebaut. Achtung! Das war zu langsam. Egal, lassen wir so. Allianz MTV Stuttgart führt ganz oben mit 9 Punkten, aber Dresden hat auch 9 Punkte. Potsdam noch ziemlich weit unten, aber sie haben ja auch erst ein Spiel gespielt. Und damit der Spaß hier natürlich nicht auf der Strecke bleibt, hat mein Chef mir eine kleine Challenge gegeben. Er hat zu mir gesagt, bau mal 3 Spieltags-Memes in deine Sendung ein. Und so kreativ wie ich bin, kommen die Memes alle jetzt. Ihr seid also wieder auf dem neuesten Stand, was in der Frauenvolleyball-Bundesliga alles abgeht. Und wir sehen uns natürlich nächste Woche Dienstag wieder. In dem Sinne sag ich Tschüss. Franz Josef, sagst du auch noch Tschüss? Tschüdelö. Und ich verspreche euch, bis nächste Woche kriege ich einen Witz aus Franz Josef raus. Schön, dass ihr dabei wart. Es war mir ein inneres Freude, Flum pflücken. Jetzt können wir weitermachen.